bin nach dem Abitur nach Berlin gezogen und habe dann eben die Filmschauspielschule Berlin 2 Jahre und 2 Monate gemacht, also fertig gemacht und hatte dann in derselben Woche, in der ich auch die Prüfungen hatte, das Casting war unter uns, witzigerweise. Also es war dann echt aufregend, weil ich ja zum einen die Prüfungen vorbereiten musste und zum anderen das Casting dann hier. Und ja, und dann habe ich am Freitag mein Zeugnis bekommen und am Montag den Anruf, dass es bei unter uns geklappt hat. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut und bin dann nach Köln gezogen. Klar, also das ist natürlich nicht jetzt irgendwas, was jedem passiert, dass man ohne irgendwie mal eine Durststrecke sofort einen Job hat, weil die meisten Schauspieler müssen ja dann irgendwie erstmal über die Runden kommen, ein paar Monate. Aber wenn man dann direkt in der Serie spielt, dann hat man ja auf jeden Fall schon mal ein gesichertes Einkommen für eine gewisse Zeit, was ja auch nicht schlecht ist. Die Vorbereitung für eine Rolle ist ganz wichtig und eben, dass man einfach alles um sich herum vergisst. Also, dass man wirklich nur noch in der Figur ist und eben seine Szene spielt und nicht drüber nachdenkt, wer jetzt alles um einen rum steht. Der Kameramann, der Tonmann, Licht und so weiter. Also, wenn man das mit einem berechnet oder da dran denkt, dann kann es nichts werden. Also man muss dann wirklich in dem Moment einfach sein. Es ist ein ganz großer Fall, den man hat, wenn man zum Beispiel jetzt den ganzen Tag im Studio dreht und dann sind ja 1000 Leute um einen rum, die Maske, dann will der Ton was, dann dies, der Regisseur, die anderen Schauspieler. Man ist ja ständig irgendwie in Bewegung und hat sehr viel Sachen zu beachten und Regieanweisungen zu befolgen und so weiter. Und man ist den ganzen Tag so auf Zack und wenn man dann nach Hause kommt, und dann ist auf einmal so diese Stille oder keiner redet groß oder so. Also ich wohne zwar in der WG, also ich bin jetzt nicht allein in der Wohnung, aber das ist dann ganz komisch manchmal, weil dann, glaube ich, muss man echt damit klarkommen, dass man dann plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt steht, sage ich mal. Wenn man dann das erste Mal angesprochen wird, dann war das, also es war schon irgendwie komisch für mich, weil ich hatte das ja davor noch nie erlebt und die meisten sind sehr nett, also mich stört das jetzt auch nicht. Es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh Gott, das ist mir total unangenehm. Weil das gehört dazu und dann hätte ich mir einen anderen Beruf auswählen müssen, wenn mir das nicht gefällt. Also meine Eltern haben mich Gott sei Dank unterstützt und da bin ich auch sehr froh, weil ich weiß, dass viele Eltern ja sagen, mit der Kunst, das ist immer so schwierig, weil man weiß ja nie, ob man da über die Runden kommt. Also ich glaube, als Schauspieler oder als angehender Schauspieler ist es sehr wichtig, dass man natürlich Talent hat, klar, und dass man aber auch sehr viel Ehrgeiz hat und dass man eben nicht so leicht aufgeben darf. Und das würde ich sagen, ist das Wichtigste, einfach weitermachen.